Leute, was geht? Bevor ihr das Video schaut, ich streame jetzt und zwar GTA Multiplayer. Das erste Mal richtig Roleplay auf einem richtig geilen Roleplay-Server auf GVMP. Ich bin gespannt, Mann. Ich habe mir Charakter alles gemacht. Wir werden gleich auf jeden Fall reinstarten. Ich freue mich unglaublich, wenn ihr dabei seid. Peace out, Stream läuft jetzt. Auf geht der Hase. Let's go. Hundegeburtstag, Hundegeburtstag. Das hier ist unser selbstgemachter Hundekuchen. Guck mal. Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Hände waschen nicht vergessen, denn der Coronavirus ist überall. An dieser Stelle, meine Freunde, herzlich willkommen nach dieser kleinen Sicherheitsweise zu diesem wunderbaren Video. Wir sind heute bei Sturmwaffe. Bro, dieses Handtuch stinkt übertrieben nach Schmutz. Ich wasche mir die Hände nochmal. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute, meine Freunde, ist ein ganz besonderer Tag, denn Akani hat heute Geburtstag. Das da hinter mir, das ist Akani, der kleine Hund, der hat Geburtstag. Akani, du hast Geburtstag! Du hast Geburtstag! Ja, du hast Geburtstag! Ja. Der hat Geburtstag, der weiß das auch. Der kann auch nicht Deutsch so gut, aber wir lernen das gerade zusammen. Jedenfalls habe ich mir gedacht, da Akani Geburtstag hat, ist es an der... Akani, jetzt halt doch bitte das Maul, auch wenn du Geburtstag hast, ja? Also, Akani ist gerade mit seinem besten Freund hier, das ist Cookie, ich verstehe dich super. Nicht der beste Freund. Sein einziger Freund. Lass schon den Alfie ist der beste Freund. Der ist von Dena. Ich will mit Dena nichts zu tun haben. Würde ich sagen, meine Freunde, machen wir was ganz Besonderes. Und zwar machen wir einen wunderbaren Hundekuchen. Ich habe hier was ganz Tolles vorbereitet, was mich als Vegetarier natürlich absolut anwidert. Krassi. Hackfleisch. Wir haben hier Stallhaltung. Eins von vier. Eins ist immer beste. Eins ist ziemlich gut dann, ne? Ist das schlecht? Schon die schlechteste. Tobi, wieso hast du das? Warum hast du das? Nein. Wieso hast du das schlechteste Hackfleisch gekauft? Guck mal, ich hab dich ausgeschickt. Du sollst für meinen Hund was Vernünftiges zum Geburtstag kaufen. Dann kaufst du das billigste Hackfleisch, einen ganzen Sack Möhren. Oh, wow, zwei Stück brauchen, Junge. Warum bist du so schlecht in allen Jobs, die du machst? Hi Tobi. Wir haben auf jeden Fall ein wunderbares Rezept im Internet gefunden. Mein Handy ist weg. Ich dachte mir, ein Kochvideo wäre ganz geil. Wir müssen in eine Schüssel Hack, Ei, Möhren, grob gerieben. Gut, das Ding ist, Tobi hat das so gescreenshot, dass ich nicht mal weiß, wie viele Eier ich brauche. Zwei. Sicher? Ja. Tobi. Ja. Ein Ei. Eins. Gut, also, dann nehmen wir hier die Schüssel. So, da kommt erstmal das Hackfleisch rein. Boah, ich habe seit bestimmt anderthalb, seit zwei Jahren kein Fleisch mehr zubereitet. Für wie viel Euro würdest du jetzt deinen Lulleputzer reinstecken? Macht das appetitlicher oder macht das schlimmer? Das geht so eine Spalt auf, ne? Also ist eigentlich schon ready, oder? Ja. Du weißt, was man machen muss mit Hackfleisch, ne? Was? Würzfenster öffnen, ganz klar. Würzfenster? Auch wenn wir heute nicht würzen, weil es geht um Hunde, aber Würzfenster öffnen ist wichtig. Was ist ein Würzfenster? Das musst du in der Mitte aufmachen, dann machst du all den ganzen Rest da rein und dann machst du das Würzfenster zu, dann ist perfekt. Nice. Weil es gibt alles von MC Fitti, der ist hackfrei. Okay, also, magst du mal die zwei Möhren abspülen? Jo. Richtig schön reinigen. Damit das Ding sauber ist. Wir haben auf jeden Fall das Hackfleisch, da kommt ein Ei hinzu. Das ist ein sehr, sehr einfaches Rezept. Falls ihr einen Hund habt oder einen Vater, der sich ähnlich wie ein Hund benimmt, könnt ihr das einfach auch nachmachen. Hier kommt ein Ei rein. Ich glaube, das können nur einfach Menschen essen. Das ist halt... Wie kann sowas passieren? Freddy, ist dir sowas schon mal passiert? Ich wasche gerade eine Möhre ab. Freddy, schau bitte auf mein Ei. Da ist ein Küken drin. Warum habe ich eigentlich die Möhre gewaschen, wenn wir die schälen? Hast du jemals ein Ei gemacht? Nein. Nee, man macht die Eier so auf. Das ist ja Profi. Das Ei kommt mit da rein. Jetzt muss ich das anfassen. Ich hasse Hackfleisch, Alter. Ich finde das so eklig. Ich finde das ganz gut. Muss ich das kneten jetzt? Soll ich's? Ja, willst du erst das machen oder sollen wir erst alle Sachen reintun? Erst alle Sachen rein, oder? Aber mach schon mal Würzfenster auf. Dankeschön. Das widert mich so an, Alter. Du machst das Würzfenster jetzt auf. Sonst machen wir keinen Hackbraten hier. Das Ding muss grob gehobelt werden, steht da drauf, grob geraspelt. Und dann können wir auch quasi weitermachen. Wir können uns nämlich jetzt schon um die Würze kümmern. Da soll eigentlich eine Prise Salz rein. Wir haben aber gesagt, machen wir nicht, weil es für die Hunde ist. Und die Hunde nicht so gut Salz vertragen. Mehl muss mit rein. Kräuter der Wahl kleingeschnitten. Irgendwelche Kräuter. Tobi hat Schnittlauch gekauft. Ich habe überall gegoogelt und das war das Beste. Schnittlauch. Warum Schnittlauch? Dann sag mir, sollen wir Kartoffeln reinschneiden? Ja, sind Kartoffeln Kräuter? Ja. Ich brauche echt einen neuen Mitarbeiter, Alter. So, guck mal hier. Reicht das doch, oder? Ja, ne? Das ist halt das Ding. Wisst ihr, wir machen uns jetzt richtige Mühe und es wird so richtig geil. Und Tobi hat gerade schon gesagt, die Hunde werden einfach richtig widerlich zerkauen und zerfressen. Und es wird absolut sch. Aber immerhin hat Akani heute Geburtstag und wir basteln auch gleich noch kleine Hüte für den. So, dann machen wir mal die Kräuter hier, ne? Hab ja gelernt, wie das geht hier. Absolut schön. Falsch entscheiden. Ach, die müssen längs geschnitten werden, ne? Nein, du musst so schneiden, dass du ihn in die Finger schneidest. Sind die Messer so scharf wie im UFO mit dem Fortnite? Was für ein was? UFO? Wo? Kennst du UFO noch? Hab ich noch nie was von gehört. Mit allen anderen, Paluten und... Den mag ich, der ist auch da. Tun das einfach hier rein und ignorieren das. Und jetzt, Achtung, Lifehack. Kannst auch Luca reinschreiben, ist auch da. Anti-Corona-High-Five, Schnittloch hilft gegen Corona. Dein Hund ist das auch, ne? Nein. Doch? Nein. Der hat Geburtstag, der ist als einziger Gast gekommen. Eigentlich waren hier noch ganz viele andere Hunde eingeladen, die sind nicht gekommen. Wie viel Frischkäse gehört da rein, Tobi? Weil du hast das, wie gesagt, so gescreenshottet, dass man
Für die Dekoration. Also. Für die Deko. Damit du den Namen schreiben kannst. Was? Ja. Nein. Namen schreiben, doch. Von Arcani. Ja. Mit Frischkäse. Ja. Was ist das für ein Rezept, Tobi? Was ist das für ein... Und Kuchen.de, immer wieder Klassiker. Ready? Pass auf. Ich gebe dir jetzt das hier. Ich raspel weiter. Komm, lass mich mal hier Erasmus machen. Hallo, kann ich? Ich mach die Möhren und du fettest das. Nicht, ich schneide mir die Hände auf. Aua, ich blute. Gib die Möhre. Gib die Möhre jetzt und mach das. Warum darf ich nicht meinen Job zu Ende machen? Warum machst du das jetzt? Ich will auch helfen. Kannst du das zensieren, bitte? Aber nur die Möhre. Kannst du nur die Möhre dabei zensieren, die der in der Hand hat, wenn er das reibt? Dankeschön. Einfach nur die Möhre. So geil, Alter. Jetzt guck einmal in die Kamera mit der Möhre in der Hand. Zack, Thumbnail. Muss ich nicht mal mit drauf sein. Bringt auch mehr Klicks, wenn ich nicht mit drauf bin. Was soll ich machen? Die Form einfetten. Ja, sag ruhig irgendwas Lustiges, weil du fett bist. Mach da deinen Finger einfach da rein. Ja, eingefettet. Ja. Funny Joke, Alter. Hier ein Montana lachen. Krankhaft übergewichtig. Das Video hat einen sehr, sehr unangenehmen Vibe, tatsächlich. Aber das haben alle Videos mit Freddy, deshalb mache ich das gerne. So. Ja, ich wollte gerade sagen, du warst schon lange hier. Mach mal rein, lass den Hund pranken. Alter. Wäre so funny, oder? Der stirbt. Ah, okay. Okay, jetzt kommt der nasty Part, Leute, denn jetzt muss ich das kneten. Was muss ich denn jetzt machen eigentlich? Die Form einfetten. Ah. Freddy, hier steht schon Margarine. Ah, Margarine? Ja. Okay. Ja, womit würdest du denn die Form einfetten, mit Öl? Mir, weil... Oh, Digga, weil, das ist einfach nur ekelhaft. Weil, sag, weil... Weil du krankhaft übergewichtig bist. Übertriebene Beleidigung, was sagst du für eine gerade gegen mich? Hast du ein Problem mit mir? Warum Nein. machen wir ein Video? Okay. Ich fühle mich so ekelhaft gerade, Alter. Warum? Ich finde das nicht geil. Ich finde das Hackfleisch? Überhaupt nicht, ja, ich finde Hackfleisch einfach Veganes eklig. Veganes Hack? Ja, nicht für meinen Hund, nee. Für mich selber, ja. Also da hättest du weniger Skrupel, das damit zu machen? Ja, Hunde essen halt Fleisch, ne? Also man kann die auch vegan ernähren. Mhm. Aber natürlich ist das ja nicht. Natürlich also, machst du es nicht. Wie sehr freut ihr euch aufs Revi-Baby? Ja. So. Wir müssen gleich mal Mo fragen, ob der auch ein Stück Kuchen haben will. Jetzt kommt da angeblich noch Mehl rein. Freddy, hast du zufällig eine geöffnete Packung Mehl hier irgendwo? Da, ihr habt doch eine mitgebracht. Ja, aber hast du nicht eine, dann müssen wir die nicht aufmachen. Dann nehmen wir doch hier ein bisschen Weizen. Vollkornmehl. Aber so viel, dass es passt. Danke für den Hinweis, Tobi. So viel, dass es passt. Das ist ein sehr, sehr guter Lifehack gewesen. Macht das richtig? Knetet man so? Aber kann sein. Ja, keine Ahnung, ey. Ich hasse das, wenn das so durch meine Finger geht. Das ist so eklig, ne? Als ob das irgendein Mensch geil findet, Freddy in die Hand. Ich bin noch nie so dumm, einfach eine Form ausgefettet. Warum mit einem Löffel? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, nehmen wir noch einen Kleenex eigentlich, so einen Zebra. Hey, warum? Das wird ja übel schnell gehen. Da muss ich noch was anderes machen, so Mehl auf oder so. Ach, ich finde mich so benutzt. Ich finde das richtig geil gerade. Also Mehl da rein habe ich auch noch nicht gesehen. Mach das einfach als Ball da rein und dann verläuft das schon. Und jetzt Völkerball. Geht auch so einfach eigentlich Hackbraten? Also bau mal die Skyline von Köln nach. Mach den Dom oder so in die Mitte und dann Fernsehturm. Freddy, es ist ein Hundekuchen. So muss ich anfühlen, deinen Säugling zu waschen. Ich sag ja, ich freue mich auf Resi Baby. So, und das kommt jetzt in den Ofen rein. Und jetzt kann ich doch Cookie die Hände ablenken. Nein, das machen wir nicht. Ablenken. Das war das Rezept für den Hundekuchen. Es war sehr einfach und schnell gemacht. Aber der Hund, der wird sich freuen, was eine Pracht. War ein guter Reim. 20 Minuten kommt das Ding jetzt in den Ofen bei 200 Grad, meine Freunde. Und dann ist die leckere Jause für die zwei Hundis schon fertig. Ich würde sagen, wir machen einen ganz kurzen Zeitsprung in 3, 2, 1. Du musst klatschen noch einen. Kuchen ist fertig, wir holen ihn jetzt raus und dann gibt's wieder eine Pause, weil der muss ja auskühlen. Warte. Hi, da sind wir wieder. Nee, der ist noch nicht kalt. Das war nur der Übergang gerade. Aber ist okay, machen wir mittendrin, damit das lustig ist. Okay. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Kuchen kalt ist und es endlich Hundegeburtstag, Hundegeburtstag. Hundegeburtstag. Wow, da sind wir wieder, Leute. Und unser Hackbraten, unser Kundekuchen. Kundekuchen. Ist noch ein bisschen warm, aber geht. Ich brauche erstmal ein bisschen was, um das Fett abzugießen, weil irgendwer da, ich weiß nicht, wer es war, glaube ich, deutlich zu viel Butter reingetan hat. Freddy? Ich hätte die Möhren weitergemacht. Dann können wir denen das geben im Napf, so wie Wasser. Alter, Freddy, das ist eine saudumme Idee. Ich bin alt und dick. Hörst du mich zu beleidigen? Was ist mit dir im letzten Jahr passiert? Du bist wahnsinnig geworden. Nein. Hast du zufällig sowas wie... Nimmst du mich mal mit nach Madeira? Ja. Okay. Hast du sowas... Ah ja, genau. Ich nehme mal hier so ein... Ich flieg aber nicht. Wir müssten ein Boot fahren. AIDA oder so. Ja, gut. Ich nehme also mal jetzt hier so ein Brettchen und pack das mal hier rauf. So sieht das Ding jetzt aus. Das hast du echt so relativ locker da rausgekommen. Ja, war ja auch gut eingefettet, ne? Jetzt ganz wichtig, wir brauchen ganz kurz erstmal Geburtstag, Akani. Willst du nicht daran? Jetzt wird das nämlich noch dekoriert mit Frischkäse. Aber du hast ja Akani nicht als Baby gehabt. Bist du sicher, dass der heute geboren worden ist? Oder ist es so eine Vermutung? Guck mal, wie toll. Lol. Ich hab eine Geburtsurkunde. Einfach Ringe, da wollte jemand einen Antrag einmachen und dann ist er abgeblitzt und dann hat er das einfach in so eine Frischkäsepackung getan. Alter, die Schnauze. Opfer, Alter. Ich kann da nicht Akani draufschreiben, ich schreibe da einfach Hund drauf. Schreib Hi.
Ausrufezeichen. Hund passt auch. Oder mach deinen YouTube-Channel-Link da drauf. Huh? Boah, D wird knapp jetzt, ne? Wir machen einfach alles voller Frischkäse. Ja, finde ich gut. Ich glaube, mit dem Löffel wäre es sogar noch einfacher, wenn ich ehrlich bin. Nee, mach mit dem Pinsel weiter. Mach hier mit. Sollen wir damit ein Stück abschneiden gleich? Können wir von mir sagen. Ich glaube, der Frischkäse ist ein bisschen dickflüssig. Nein, Frederik, Freddy, das hilft nicht. Mann, Junge, was ist denn ein... Alter, du bist Koch. Guck mal. Das ist so damn retarded, was wir hier gerade machen. Was denn? Was heißt damn retarded? Da gucken viele jüngere Leute zu, die kein Englisch können. Das stimmt nicht. Meine Community ist sehr, sehr gebildet. Echt? Achtung, hier besser von dummen Kommentaren des letzten Monats. Danke dafür, Leo. Jetzt wird's nämlich... Ich mach schon mal an den Rändern ab. Freddy! Dann ist der gerade. Ich schreibe jetzt Arcania Schnittlauch. Oder ein Gesicht. Ich mach ein Gesicht rein. Alter, ich schneide. Nein, jetzt bitte! Hör doch mal! Das ist eine Ameise! Mann, Freddy! Du machst Arcania Schnittlauch und ich mach. Ich habe jetzt schon das Gesicht gemacht. Ich mache hier noch die Fühler rein. Das ist an der Seite. Ein Insekt. Das ist ein Insekt. Und dann fühlt das alles. Das ist ein Hackkuchen. Ein halber Kilo Hackfleisch. Also. Warum? Das hat Fühler. Das hat jetzt Gefühle. Das fühlt jetzt, wenn du das isst. Guck, jetzt sieht man das. Ich habe Gefühle. Boah, der wird sich so freuen, der kleine Spatz, oder? Der weiß gar nicht, der weiß. Ich weiß gar nicht, dass das wie dich ist. Und hoffentlich bist du nicht allergisch wie ein Schnittlauch. Boah, ich bin so ein toller Hundefall, ich so ein Bullshit mache, Alter. Das ist echt so. Der weiß ja nicht mal, dass der Geburtstag ist. Das ist ja das Problem, der weiß es ja nicht mal. AK. Alter, schon geil, oder? So, Leute, also, das hier ist unser selbstgemachter Hundekuchen. Guck mal. Das sieht unfassbar schön aus. Toll, ne? Was denn? Wunderschön. Der ist echt gut, oder? Mach mal Sitz. Cookie, komm mal her. Nein, nein, der Cookie kriegt davon nichts. Cookie, mach Sitz. Der stirbt dann. Akani, es ist an der Zeit. Dein Geburtstagskuchen ist da. Nach. Nee, ich möchte auch von Tellern essen. Die haben Geburtstag, die beiden. Ja, aber nicht meine Teller. Die feiern Geburtstag. Die kann die doch sauber machen. Der hat Corona. Der Hund auch, der andere. Nein, die kriegen nichts von Tellern. Die haben Napf. Die haben Geburtstag. Nein. Geburtstag. Die kriegen nichts vom Teller, Mann. Ich stech diesen fetten Mann gleich einfach ab. Freddy, ich will jetzt Wo einfach... Wo ist der fette Mann? Warum beleidigst du mich um mein Gewicht? Darüber habe ich noch nie was gesagt in dem Video. Hör auf, du sagst die ganze Zeit, dass du fett bist. Mir reicht's langsam mit dir. Gut, ich schneide jetzt den Kuchen an. Nicht auf den Teller. Wo drauf sonst? Wir haben Napf. Habt ihr zwei Näpfe? Nö. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht sauber machen, da ist dein Hundesabber dran. Boah, das sieht richtig nice aus eigentlich, oder? Guck mal. Oh mein Gott! Erstmal hier dekorieren. Wie Sternerestaurant-mäßig. So. Ja gut, und jetzt sollen wir einen Napf tun von den Tellern fürs Essen so. Und jetzt? Am Tisch oder was jetzt noch? Was sollen wir noch machen? Sollen wir irgendwie noch was anzünden hier, Cookie, oder so? Sitz. Ich war noch nie bei dir im Büro, ne? Ich würde alles kaputt machen, wenn ich einmal Nein, da bin. Sitz, Cookie. Okay. Warte. Nein. Warte. Nein. Holt's euch. Geburtstagsparty, Geburtstagsparty, Geburtstagsparty. Der hat schon aufgegessen. Puh, ich glaube, es hat geschmeckt, Freddy. Das haben wir gut gemacht. Ich will diese Teller verbrennen. Wir haben Hundekuchen gemacht. Ich werde nie wieder von kleinen Tellern in diesem Büro essen. Das könnte jeder Teller sein. Es sind zwei sogar, zwei von acht. Soll ich sie jetzt kaputt machen? Vor deinen Augen? Bitte nicht. Gut, ich würde sagen, wir geben den Rest des Kuchens an Mo. Das war eine echt schuldige Nummer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Leute. Wenn ihr das Rezept haben wollt, das hat Tobi in der Videobeschreibung gepackt. Ich bin an der Stelle raus. Arbeitest du jetzt bei Revi? Ich würde sagen, Leute, das war's für dieses wunderschöne Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Akani hat einen richtig tollen Geburtstag gehabt. Und an der Stelle bin ich bis dahin raus. Macht's gut, schaut bei Sturmwald vorbei. Da haben wir auch ein wunderschönes Video aufgenommen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.